Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Bro Power Fun Duell mit meinem Bro. Natürlich, wie kann es anders sein? Mr. Mike AP, hello. Was geht ab? Ja. Lange ist's her. Wir spielen endlich. Es ist echt schon 4 Monate her und der Modus, der uns einfach am meisten Spaß macht, ja, richtig. Packen wir jetzt wieder aus. Vamox Only. Vamox Only, das heißt lange Fights, mega starke Tanks, teilweise sogar so lange Fights, dass du einfach stirbst, wenn du überhaupt stirbst, dann respawnst und dann einfach wieder in denselben Fight mit reingehen kannst. Ja. Also ihr drückt das Däumelein nach oben, ihr entspannt euch, ihr schaut auf jeden Fall in die Beschreibung. Und Michael, warum hast du überhaupt Yasuo gepickt? Ja, bei Vamox Only gibt es ja so ein paar Champs, also wir werden ja super, super viele Leben haben, sowas wie Wayne, Zac, etwas, was entweder extrem viel Damage prozentual an Leben macht oder selber auch von Leben profitiert. Ja. Die dachten mir, okay, damit es nicht zu einseitig wird, wir haben es ja schon in vorherigen Vamox Onlys gesehen, gebannt und dann dachte ich mir, okay, Yasuo hat zwar nichts, was auf Leben skaliert, macht auch nicht prozentual Damage, aber der hat einfach so einen geringen Cooldown auf seiner Q, dass ich dachte, wir werden einfach in diesen ultralangen Fights ganz häufig die Q machen. Und das ist ja auch irgendwo dann beim dritten Q immer okay, CC. Okay, verstehe ich, was dahinter steckt. Gute Überlegung auf jeden Fall. Ja, bei mir seht ihr Camille. Camille habe ich in der letzten Zeit mit Sicherheit ein bisschen öfter aufgenommen. Ich denke, das ist aber nicht schlimm, weil es der neueste Champion in League of Legends ist. Viele noch dabei sind, sie ein bisschen rumzutesten mit diesem crazy Champ. Und sie wurde ja sogar schon, das ist ganz interessant, sie wurde ja sogar schon genervt. Oh mein Gott. Wir haben Mundo offen gelassen. Oh shit. Haben wir Mundo oder? Ah, beide haben, okay, das passt. Okay, dann ist fair. Beide Teams mit Mundo, that's nice. Alter, Mundo wird abgehen mit 6000 Leben. Ja, der wird vor allen Dingen niemals sterben. Oh mein Gott, der wird ja im Fight wird er sein Ulti verbrauchen und dann wieder sein Ulti. Oh, ich bin Level 2. Ganz kurz schauen, warte mal, Kled hat. Der hat TP und kein Ignite. Und ich habe Ignite. Das muss doch ein. Konzentriere mich ein bisschen aufs Farm. Ah, da ist das auch ein cooler Pick wegen seinen Blutungen, ne? Stimmt, was haben wir noch? Wir haben dann unten noch Nasus. Okay, auch nicht schlecht. Die Gegner haben Gnar, ebenfalls effektiv. Der hat Mordekaiser. Hat Mordekaiser was? Sind interessante Picks und interessant ist auch, dass die Gegner einen Jungler haben und wir nicht. Dementsprechend haben sie auch einen Smite. Oh oh. Guck mal, wie er sich feiert. Stimmt, die haben Jungler. Sag nicht sowas. Ja, Mann. Ja, Mann. Das Gute bei Yasuo ist auch, habe ich auch schon aus Erfahrung von den Vamox, die wir vorgespielt haben, ist, du hast ein starkes Early. Natürlich ist es jetzt keine Solo-Lane und gegen Gnar und Mundo kann man nicht einfach so engagen, aber du brauchst halt nicht zwangs... Oh! Oh yeah, Buddy! Oh yeah, Buddy! Da haben wir schon mal das erste Blut, wenn es so auf Deutsch heißt. Heißt es so? Weißt du das? Ja, erstes Blut. Erstes Blut, alles klar. Mich hat letztens Mary jemand gefragt. Mary spielt tatsächlich auf Deutsch. Und genau das hat mich letztens jemand, das war sogar im Stream, da hat mich immer gefragt, hey Tomek, wieso spielst du League of Legends auf Englisch? Und ich finde einfach die Ansagen halt wesentlich epischer, obwohl ich nicht weiß. Also inzwischen habe ich da keinen Referenzwert mehr, weil ich es auf Deutsch gar nicht mehr gehört habe seit... Oh, wir fighten! 2 Jahren! Oh. Der Wirbelwind ging schon mal. Er ist ja voll am Upsliden! Und das war genau der richtige Slide. Nochmal hinten durch... Läschte? Mundo will seine Axt. Was mit Darius? Ja, bleib drinnen! Whoops! Halt! Solar, er hat Legs! Nein! Er hat die Legs. Ich wundere mich, warum läuft der raus? Und ich sehe es, ey, dass er auch von den Leben her, der hätte da alle wegnehmen können. Also ihr. Ja, ich wollte es auch ein bisschen forcen, damit er sieht, wir können rein, ja, aber. Ja, ja. 500er Ping. Passiert. Oh, er kriegt nicht mal eine Q durch. Okay, ich habe mein Giant Spell, du wahrscheinlich auch, oder? Ah, Kindle Jam. So ja, ich dachte der. Mir ein bisschen cooler Reduction. Bleib da, das ist ja wie Bots am Pushen mit dir. Nice. Ja, ich habe auch, warum habe ich mir überhaupt da, also einmal, weil ich Spaß an Camille habe, aber Mike, Camille hat doch dieses 20% ihrer maximalen Lebensschild.
Weißt du, wie heftig das also ist bei 5000 Schuh. Leben? Die wird kein Adela kriegen, Alter. Ja, wenigstens kann man farmen hier. Wie oft hast du das denn? Wie viel Cooldown hat das? 20 Sekunden. Also eigentlich in einem Vamox-Only-Fight sehr, sehr kurzer Cooldown. Krass, Alter. Da wirst du dreimal ein 10.000er-Schild kriegen. Fast. So, also es sieht jetzt gerade sehr, sehr gut aus gegen Kled, muss ich dazu sagen hier. Jetzt habe ich auch meine Ulti. Er geht sofort in den Rückzug, weil er gesehen hat, ich habe Level 6. Und Camille hat auch viel prozentuellen Schaden, davon will ich natürlich auch profitieren. Und Treffer! Das ist cool, das wird auch so geil in den Vamox Only Fights, einfach so oft die Q-Spam, dass du so oft deinen Hasaki hast. Weil auch die Yasuo-Ulti hat ja nicht lange Cooldown, ne? Will ich ihn diven? Irgendwie schon, ich weiß nicht. Mit Killjam? Ey, Vamox bringt ja auch noch CDR, ey. Oh, da kommt der Mega-Gnade. Ah! Ja. Ich hatte nicht! Ah, was ist da los? Holy moly! Oh, ich hatte nicht genug Mana. Hast du es gesehen, ganz kurz? Alter, ich habe ihn gedived und dann sehe ich, ich habe einfach keine 100 Mana mehr und kann ihn gar nicht anjumpen. Von daher war ich in einer ungünstigen Position. Der Darius, Alec Hart, der steht jetzt rum. Ich kann farmen, es ist wie eine Runde, alles gut. Okay, das ist nice. Der 40 CS. Okay. Für mich ist das okay eigentlich. Ja, eigentlich ist es das Beste, was er jetzt machen kann. Im Notfall. Also entweder erstmal reconnecten und dann PC neu starten, wenn nichts. Ah, okay, erstmal der Reconnect. Oder downloadet der Bruder schon wieder illegale Sachen? Geil, Family WG. Lol. Base. Ach, und Nasus, auch interessant in so. Mhm. Champions finde ich, also jedes Mal, jedes Vamox werden, dadurch, dass wir die Champions, die wir sowieso als OP empfinden, bannen, entdecken sich die Leute immer wieder neu von den Champion Picks. Was hast du? Die neuen OP Champs. Ja, ist echt so. So, da ich Kled. Da ich Kled. Wer ist nochmal? Ach, Kindred ist der andere. Auch mit dem Wolf, genau. Da ich Kled oft spiele. Das ist immer, ich sag's immer, Leute, spielt ihn. Ich weiß noch, wie du mir das am Anfang gesagt hast, Mike. Bester Tipp, jeden Champion zu spielen und am besten auch mal gegen jeden gespielt zu haben. Zum Beispiel bei Kled weiß ich ganz genau. Gut, beruhigt euch! Hm? Die all-in mich jetzt unterm Tor hier. Scheiße. Ja, und da hat er wen. Hast du, hat er schön geultiert. Oh, was macht der da? Wait, what? Oha. Oh shit, der Treffer war doch so schön. Yes. Alter, der Darius? Ich bin doch gleich da. Der ist ja gleich da. Der gemountet ab. Ulti. Nein, der ist doch Level 5. Jetzt vielleicht. Da. Den hab ich. Vielleicht kriegst du noch einen Zap bei dich. What? Ja, und tschüss! Party! Das heißt für mich Vamox. Das ging schnell, du. Boah, das ist wirklich schnell. Was wollte ich sagen? Warum habe ich Exhaust? Warum? Normalerweise muss man Ignite spielen bei einem Vamox. Ah, lol? Hattest du nicht sogar am Anfang Ignite und hast es dann noch gewechselt oder was? Ich mich selber trollen dürfen. Troller Mike trollt sich selber. Das passt. Versuch jetzt den Red Buff zu machen. War easy. Das ist noch Level 1. Mach doch die Windwall, um seine Auto-Attacks zu blocken. Hab ich. Das geht, ne? Das ja, geht gar really. Nicht. Good job. Well played. Warum geht das nicht? Spaß. Durchgebot. Also krass, ne? Ja, mal gucken. Leute, greift ihr das auf? Dass Mike jetzt nicht wusste, dass die Windwall nicht vom Red Buff die Auto-Attacks blockt. Engage! Los, nein! Jawohl, das ist genau der Richtige. Er wird flashen. Ja, Mann! Wuhu! Ich soll vielleicht nicht den Darius allein lassen. Guck mal, er wird direkt. Ach nee. So schnell hat er wieder aufgemountet? Holy moly. Okay, jetzt habe ich ihn. Oder?
Komm schon! Ja, genau, den musste ich treffen. Was? 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 Warum geht er nicht zurück? Komm, 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 ich heil mich! Yes! Yo! Ey, das war crazy close! Ja, ich wollte ihn so cool KS'en. All good job, Kled. War ein nicer. Ja, wenn ihr mehr von Kimmel sehen wollt, kann ich nur sagen, schaut auf jeden Fall auf dem Kanal von Popo vorbei. Der spielt sie gerade recht gerne. Das stimmt. Und dasselbe gilt natürlich auch für Mike. Das Einzige, was ihr eigentlich in dem Zusammenhang machen müsst, schaut in die Beschreibung, klickt alle wichtigen Links an. Ich würde auch sagen, Facebook, Instagram könnt ihr auch mitnehmen. Mike postet immer bei Instagram auch und bei Facebook auf jeden Fall, was er für Gameplays. Und ich hab's gesehen, Bro, ich hab's gesehen, dass du irgendwie so eine schöne Homepage da gemeinsam mit ein paar Leuten aufgebaut hast. Also schaut bei Mike in die Beschreibung. Tut uns den Gefallen. Schaut einfach mal, unterstützt ihn. Geilo Family OP. Er hat da eine Homepage. Klickt euch da mal ein bisschen durch. Wird euch bestimmt gefallen. Habt ihr immer die neuesten Informationen. Kleines Forum. Ich denke, das hat Potenzial. Da kann man schön was draus machen. Also supportet meinen lovely Bro. That's sweet. Junge, dieses 20%ige Schild. Ich hoffe, Kamil wird einfach nicht mehr genervt. Also, so, aber so ist gut, es fühlt sich nicht mehr so über... Aber gut, ich stehe 4-0, ne? wollen wir die Top Diven kommen? Hast du Lust? Du könntest vorbeikommen, wenn du jetzt gerade nicht selber da... Ich töte ihn erstmal. Erstmal töte ich ihn. Das ist ja hier leichte Geschichte, ne? Doppelbill. Jetzt hat er Gnalex, okay. Dann kriege ich ihn doch nicht. Der kann zu Bot gehen. Der Warwick, hat der überhaupt... Der braucht natürlich... Der braucht ein bisschen. Und ohne Jungler-Item. Aber eigentlich hat er Sustain. Das ist das, was wir gesagt haben. Einer in unserem Team wollte Fiddlesticks nehmen. Und Fiddlesticks ist ja eigentlich... Ein Champion, da brauchst du nicht viel. Wobei, den Blue Buff brauchst du natürlich schon. Kriegst du natürlich nicht... Ich bin so frech. Sonst irgendwie Mana. So, hier haben wir Vorvilicious. Vorvilicious und Mordekaiserlicious. Ey. Fuck, der Davos hat sich darauf eingelassen. Jetzt habe ich da reingebaitet, ne? Ey, Mike, was ich sagen wollte, ich habe es nur leider schon im Begriff vergessen. Jemand, erinnerst du dich bei unserem letzten Bro Power oder Item Battle war es, glaube ich? Da haben wir wir finden ja immer neue Wörter und haben dann. Und dann haben wir die Leute gefragt, wenn ihr wisst, wie das heißt, dieses neue Wörter immer finden, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und da gab es tatsächlich eine Diskussion. Und ich glaube, das nennt sich Okkasionalismus oder so, dass man nur für eine bestimmte Occasion sich ein Wort überlegt und das dann aber nicht dauerhaft in Gebrauch ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, Däumelein nach oben. Mhm. Ansonsten auch mal bitte korrigieren in den Kommentaren. Interessant, ja. Naja, weil da haben dann Leute gesagt, nee, das ist was anderes. Das andere war aber, dass man es eben dauerhaft benutzt oder so. Okkasionalismus klingt erstmal. Es kann sein, dass ich mir das jetzt auch wieder selber zusammengemodelt habe, aber das würde ja schon mal zum Thema passen. Das Wort habe ich noch nie gehört. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein anderes Wort gehört, was glaube ich dazu passen würde, aber mir fällt es nicht ein, aber... Ich denke, ja, das andere, was du meinst, war das, was ich dann auch in dem Zusammenhang oder was in der Diskussion dann auch genannt wurde, aber ich glaube, da hat sich dann jemand zu Wort gemeldet, der echt Ahnung so ein bisschen hatte, Pro-mäßig, ne? Ja, vielleicht hat er ja gerade ein Deutschstudium am Laufen oder so. Ja, genau sowas. Es sind ja echt viele coole Leute in der Community mit abgefahrenen Werdegängen und Studiengängen. Der Deutschlehrer meines zukünftigen Kindes. Ja, das kann echt sein. Okay, engage. Ich hab will gar nicht mehr, ne? Na, ich glaube, zwei Knock-Ups habe ich nicht. Ich glaube, die Ulti zählt auch als ganz leicht an. Ach, wollen wir einfach? Komm. What? Ja, okay, dann so. Easy! Bro, Power! Ich sehe, der Gnas wieder da. So, Midlane habe ich jetzt geholfen, Toplane, jetzt nochmal Bot. Ja, ist okay, ist okay. Führe deine Analyse weiter, Bro. Okay,
Okay, Tower gehört uns. Oh, hier drei Leute bei dir. Bisschen Spielraum. Boah, ich habe aber keine Mana. Ich hau ab. Ja, da kommt noch der Mundo dahinter. Oh, und der nein, der hat echt getroffen. Der Gnar ist nicht schlecht. Wie viel Mana brauchst du? Du bist RIP. Nee, bin ich nicht. Hast du Flash? Ja. Okay, das kann ich nicht. Guck mal, ich tanze hier aber ein bisschen rum. Hola! Hola! Und der Colonel Drake. Mal gucken, wie schnell er mich tötet. Die stehen schon dahinter. Oh fuck! Oh fuck! Komm! Oh mein Gott, die wussten ganz genau, dass ich dahin flashen will. Aber trotzdem, ich glaube, die Aktion war ganz, in Ordnung. Go, go! Nasus und Mundo vorne, Alter. Den Drake, den gebe ich dir nicht. Alter, oh mein Gott, wie schnell war der denn? Oh, jetzt fighten wir gegen den Drake. Aha, die haben ja den Mordekaiser Drake, ja klar. Eigentlich ein krasser Vorteil für die. LOL! Oh, Michael! Kriegt er den Wirbel? Den kriegt er. Leider. Alto Belly! Hast aber schön Damage, du! Nein! Aber ja, ich glaube, der Drake hat dir einfach den Fight gewinnen lassen. Die hatten damit 6 Mann. Achso, und ich war ja auch nicht da. LOL. Es ging echt super schnell, der Drache, ne? Wir hatten da den Damage reingehauen. Und wir haben hier keine Damage-Items, das waren die reinen Tanks, die den gekillt haben. Mhm. Okay, Mordekaiser ist tot. Oh, scheiße, mit dem Drake, weiß ich nicht. Müsste eigentlich, oder? Ja, noch reicht es nicht, dass ich zweimal meine Ulti habe im Fight. Kommt noch. Gott, bin ich tanky, Alter. Belly. Guck mal, man kann wirklich... Schade, dass es gerade nicht geklappt hat. Die haben es halt gut geahnt, ne? Also da muss man schon mal den Hut abnehmen für die Gegner, dass sie da ganz kurz einmal rübergegangen sind im Pit, weil sie... Ah, Darius versucht es weiter. Nicht schlecht, der Darius schreibt gerade Kopf hoch, wir schaffen das noch. Und dann ist Summoner, das könnte echt... Und in dem Moment verlässt er uns. Okay, hier haben wir ein Mundolicious. Ja, Camille ist schon cool, ne? Ich habe 2 Quellen mit prozentuellen Damage, dann noch True Damage. Also auch in so einem Tank-Battle, glaube ich, ist sie durchaus eine gute Wahl. Und natürlich das Schild, das mir jetzt schon 600 Leben schildet. Aber nicht lang, ne? Das ist, glaube ich... Ich hätte schon gerne den Red Buff, ey. Ich glaube, der bringt mir so viel auf den Qs auf. Oh, ich sehe, dass Darius nach vorne geht, aber bei dem, was du bisher gesagt hast, werde ich dem nicht followen. Sonst stehe ich auf einmal kann er doch nichts machen, ne? Vielleicht alleine da. Ich muss den Tower hier mal kriegen, aber der Gnar verteidigt gut. Oh, oh. Oh, what? Klett ist auch hier? Okay, was mache ich jetzt? Oh, kannst du durch... Wie schnell bist du da? Kannst du durch Klett? Ja, genau, das ist die Frage. Das ist wirklich die Frage. Oh, shit! Alter, Komm schon! Ich habe alles versucht. Oh, das war auch geil. Irgendwie hab... Alter Belly, wir werden sterben. Darius, fuck. Oh, oh. Oh, der Schlag, der... Alter, willst du mich? Nee, ne? Komm, noch eine Q. Q. Kriegt er die... Jetzt, Q. Nee, da geht gar nichts, ey. Er hat auch... Aber seine Ulti hat er irgendwie eingesetzt. Er hat auf 2 Stacks hat er die auf Mundo noch geschmissen, aber es hat leider zu wenig gemacht. Oh, man. Schwierig. Sorry for no SS und... Ja, es ist ja kein Problem. Also, ganz ehrlich, in diesem Modus ist mir das ehrlich gesagt nicht so... Also, ich rage ja gleich normalerweise. Was? 4 Tore? Aber bei Tank Only, ich weiß ja, wie sich das entwickelt. Da ist es egal, ob ich jetzt einen Tod habe oder nicht. Wer ist denn stark bei den Gegnern? Klet? Ich habe das Gefühl, dass irgendwie bis auf Warwick alle gerade... Ja, sehe ich auch so. Gnar und Mundo mit 10 Supports. Alter, die waren an fast jedem Kill. Gnar war an jedem Kill beteiligt. Yo. Mhm. Alter. War der. Also, wie macht er das? In der Botlane scheint schon nichts zu fallen. So, jetzt hier. Fast 2. Warmox für Klee. Das ist jetzt. Diese Fights dauern jetzt viel zu. Da braucht man jetzt nicht viel machen. Guck mal. Da verliert keiner irgendwie Leben. SS, ne? Die könnten auch in deine Richtung kommen. Okay, sollte ich mit dem Kit schaffen, was ich jetzt... Oh, die haben Infernal Drake bekommen. Da bin ich echt eifersüchtig. Der nächste ist der... Ist auch ein schöner Drache, mag ich auch sehr gerne. Ist auch super bei Warmox Only. Ja. Der wird richtig effektiv also sein. Also Infernal der... und der Ocean, das sind meine beiden Lieblings-Drakes. Mhm.
glaube, für den Mountain muss man sehr teamlastig spielen. Also da muss man es wirklich geil verstehen. Vielleicht auch zu splitpushen. Oh, diesen Bot, diesen ja, Bot. Aber wir haben Zeit, wir haben Zeit. Mundo, wir haben Zeit. Die sind zu dritt und wir werden dann zu viert. Hey, nicht rausflashen, Mundo. Mach doch noch. Komm, 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 komm. Der Tower ist ja auch noch da. Leute. Aber diven wird schwierig. Ja. Lol. Okay. Die sind so tanky. Voll verletzt. Oha. Oha, ich bin ein bisschen out of position. Boah. Oh mein Gott. 2 zu 1, damit kann man noch gerade so leben. Die sind, das war ja nur die Klaus, wie wollen wir das später machen? Auch das Mordekaiserschild ist heftig, ne? Auch Kled, Alter, wie fett wird der? Alter, die werden uns, werden die uns gleich, ja, wobei da. Ich weiß, ich hab wieder meine Ulti und Exhaust, also. Ja, komm! Ah! Lol, Darius Ulti. Ey, aber guck mal, ich. Boah. Oha, das war geil. Das. Komm, ich will mich heilen! Nein, das reicht nicht! Beziehungsweise, ich hab's in die falsche Richtung rausgehauen. Scheiße! Wie spielen die eigentlich TP? Die kassieren nichts, ey! Das kann nicht wahr sein! Ah, shit! What the fuck? Die kassieren absolut gar nichts! Mordekaiser-Schild. Eigentlich. Mordekaiser-Mundo. Die haben schon krasse Champions, muss man jetzt gerade. Ja, stimmt. Mordekaiser kriegt ja die ganze Zeit ein Schild, wo man sich noch durchklopfen muss. Aha. Ich meine, ich hoffe ein bisschen, dass eigentlich unser Nas, unser Mundo da noch regeln, weil die haben eigentlich den prozentualen Schaden. Ich bin so eigentlich der, wenn jemand. Ich bin eigentlich nur der nervige Guy, der immer so. Ja, so vielleicht habe ich gerade auch den Fehler gemacht im Fight, dass ich eben den Warwick haben wollte. Nee, warum eigentlich? Der war eigentlich sowieso schon raus, kann man sagen. Ja, aber ist es eigentlich bei dem Battle jetzt, wenn man einen schon mal hat, ist man Überzahl. Ja, das stimmt. Aber dann war ich halt dran. Weg und na, ich bin ja auch ziemlich gefeedet. Kann also eigentlich relativ. Skaliert bei Megagnar irgendwas mit Dingens? Ja, Klett kriegt natürlich auch seine fetten Leben. Jetzt pushen sie hier die Mitte mit dem Drachen. Aber nur zu zweit? Du überlebst ja. Überlebst ja noch eine Zeit lang. Ja. Fuck. Nee, ich konnte gegen den Drachen nichts machen. Das war gerade das übelste Prop. Der Drache hat mir mehr Damage gemacht als Klett und mehr als Mordekaiser. Oh, krass. Das wird, so ein ekliger Dude. Der Drache hat mir 740 Schaden gemacht. Was haut denn der überhaupt raus, ey? True Damage? Cool. Guck mal, der macht einen Angriff, das merkst du, wie du sagst, das merkst du schlimmer als alles andere. Hm? Dann auch noch als AOE-Splash, please. Also ich hab noch einen geilen Flash, brauche ich nicht. Guck mal, die diven jetzt einfach so easy, ne? Das kann doch gar nicht, Junge, das kann doch alles nicht sein. Ah, okay, ich sehe auch, der Darius ist Level 9, der kriegt keine Blutung. Oh, man. Tschüss. Ey, das ist scheiße, ey. Der Darius kriegt gerade nichts Druppe, weil er, wenn er alle, so auf allen die Blutung drauf macht. Aha. Oder 5 Stacks, dann nochmal irgendwo eine Ulti bringt. Das stimmt. Ansonsten, was hat denn der Nasus? 2, warum muss ich. Ey, scheiße, ich kann das nicht alleine halten. Wenn ich komme, macht er es zu zweit, brauchen wir das eigentlich auch nicht zu versuchen. Nee, das stimmt. Selbst das 5v5 gestaltet sich schwierig. Aber ich merke es, Gnar durch die dauerhafte Verwandlung. Jetzt hat Mordekaiser schon wieder ein Geist. Klett, wie oft kann er ab- und aufmauten? Was kriegt der alles? Das ist heftig, ne? Jetzt eigentlich den Mordekaiser, Alter, komm! Ne? Junge, der ist weg, der ist weg. Ja! Ja! Jetzt müssen wir irgendwas machen. Ja, das Problem ist, ich habe schon wieder keine Mana, ey. Einmal noch die Ketten da. Ja. Zack, kleiner Knockup! Ah, du hattest deine Ulti!
Wolltest du nicht? Ja, ich wollte ungern auf eine Person, ich hätte ulti müssen, ja. Ich kann aber immer nur eine, also ne, kann ich nicht. Im Grunde kann ich die. Ja, ich wollte jetzt selber, ich habe jetzt mal einen Wirbel, ne? Halt selber was treffen. Ich muss kurz weg, aber das ist ja kein Problem. Ihr könnt ja weiter pushen, ich bin gleich wieder da. Naja, sagen wir es mal so, wenn der Mundo die Ulti angeschmissen hätte, wäre er auch raus. Aber streng genommen hätte ich einfach mal R drücken können. So Nasus, 225 Stacks. Ich sag mal, der braucht noch 200-300 Stacks. Dann wird er auch vielleicht abgehen können. Cooldown Reduction kriegt er ja. Nein, es ist nur Unique Passiv. Wie? Ah, ist das echt? Was? Das heißt, die 10% Cooldown Reduction sind Unique Passiv? Oh mein Gott, die haben den Red Buff noch geklaut. Ah, sehr interessant. Das heißt, ich habe jetzt gerade 20, weil ich einmal noch eine Kindle Gem habe. Ich habe 30, das heißt, weil man ich muss, in den Runden noch. Ich habe vielleicht sogar echt besser nur 5 Amoks zu bauen. Achso, den nächsten Drake haben sie auch bekommen. Habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Mundo, wie viele Leben hast du? Ja, den lasse ich nochmal, den Mundo hier, den großen, den kann, den Nasus. Brauchen. So, Darionella, so. Hau einmal was Schönes raus, ey. Das ist jetzt, glaube ich, doch die Kindle Gem nicht aus sich. Oh oh, der Gnabel ist schon wieder wissen mit seinem kleinen Percentage Damage. Ja, der Mundo kann nichts machen. Da was? Ey, geht da was? Ja, doch, jetzt hat er was. Jetzt, gemacht. Komm, Alter, der wird gegen die Wall. Der wird uns alle ulti. Oh, Alter, wieso? Wow! Die Mundo-Äxte sind cool, ey. Die machen richtig schön Schaden. Mhm. Mordekreis ist splittet. Fuck. Das ist Wahnsinn. Und den Warwick, den brauchen sie nicht mal. Ja. Das ist schon wieder wie beim letzten Mal, ne? Da fragt man sich, welche Lösung. Woran hat's hier liegen? Wie bitte? Woran hat's hier liegen? Jetzt hin? Nee. Ganz bekanntes Facebook-Video, da fragt man sich immer, woran's hier liegen hat. Mhm. Einige werden es kennen, glaub mir. Alle, die das kennen, woran hat's gelegen? Schreibt es in die Comments. Guck mal, wie jetzt. Ja, Darius, du brauchst nicht zu disrespecten. Aber Alter. Wenn, ich glaube wirklich, wenn wir gegroupt. Ich hab noch die Hoffnung unter einem fullen Tower. Mm, oh mein Gott, auch. Haben die mit Baron angefangen? Der Mordekaiser ist in die Richtung und der Gnar auch. Oh oh. Nee. Zack. 30 Sekunden der nächste Drake. Mhm. Wäre der Mountain, würde den jetzt sogar ordentlich was bringen bei deren Push-Verhalten. Könnte die hochlocken und ihr macht den Drake oder so. Ich kenne diesen Bonus, den ich habe. Mike ist top, go top! Na gut. Man muss diesen Bonus dann auch für sich nutzen, ne? Versuchen kann man, ja, richtig. Versuchen können wir es, wenn sie jetzt nicht sagen, oh Mike ist... Mordekaiser ist schon mal hier, das heißt, er kriegt nicht den Drachen, ja, ne? Gnar geht schon mal runter. Kann man ihn besiegen, den Mordekaiser überhaupt? Wahrscheinlich gar nicht, der kriegt gar keinen Schaden. Ich komme nicht durchs Schild. Yo. Okay, Gnar hat angefangen. Die Frage ist, wollen. Na, zu dritt. Ey, das macht für mich gefühlt gar keinen Sinn. Zu dritt Nasus ist jetzt langsam auf. Könnt ihr nicht jetzt den Drachen machen, solange ich ihn beschäftigt halte? Na, die sind da alle da, oder was? Oh. Richtig. Und vor allen Dingen, die haben halt auch den Warwick, ne? Der ja auch in der Lage ist, logischerweise den wegzusmiten. Ich versuche mir hier das Duell mit dem Mordekaiser, aber. Ich sehe das. Oh, please. So, jetzt mal gucken. Zack! Das Schild. Oh, der dritte Schlag! Dieses Schild. Wie fett ist das Schild? Ach, nur 1000. Oh, nö! Fuck, die sind am Ende dran! Oh lol, das habe ich auch nie mitbekommen. Scheiße. Da komme ich nicht rechtzeitig hin. Oh, voll ist der Clench schon an mir dran. Da habe ich auch kein Tour mehr hier, ne?
Das wird wahrscheinlich das kürzeste Vamox Only ever. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube trotzdem ganz interessant. Ein paar neue Picks, ein paar. Okay, YOLO, Attacke, Spaß. Junge. Fuck, ich glaube, ihr braucht mich dann doch noch in den Fights. Hätte das gedacht? Mach doch deinen Boomerang. Ja, haut so schön in die Wand, ey. Der wird sich jetzt verwandeln und engagen, oder? Ich hoffe. Yo! Endlich mal was Schönes hier! Oh! Der war auch nicht schlecht! Junge, wir müssen noch in der Lage sein, den hier zu besiegen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nasus! Nasus, was machst du? Feind! Yo! Feind! Es ist 1 zu 0 ausgegangen bisher! Und es ist vielleicht noch nicht. Es ist vielleicht noch nicht vorbei. Ja, Mundo, du bist extra rausgeslidet, damit die drei mich chasen und ihr so ein bisschen Ruhe habt da gegen den einen. Mhm. Was auch gut war. Boah, durch die Vamox, ne? Hast du gesehen? Der Gnar ist schon wieder voll, ey. Bist du ganz kurz aus dem Fight, bist du automatisch wieder mit vollem Leben unterwegs. Oh mein Gott, wir haben einen Pick. Zu unserem Nasus? Was sagst du? Hast du. Was yes. War der gar nicht da, oder was? Nee, der. Ist im Tower ein bisschen rumgelaufen. Okay. Und seine Ulti hat er auch nicht eingesetzt, oder? Oder hat sie wieder ab, aber ich weiß nicht. Das hoffe ich. Für ihn. So, ey, das ist. Hallo? Der ist solo! Der ist solo hier! Junge, ja, die Axt hat getroffen. Und yes! Okay, F. Ja! Genau so darf man flashen. Yes! Good, jawohl, da kriegt der Nasus den Kill. So mag ich das, Körper. Das ist schön, ey. Das kann das nicht deffen? Jetzt haben wir schon. Ich komme einfach dazu. Das ist es, ey. Wie viele Stacks hat Nasus jetzt? 282. Puh, der hat in 7 Minuten 30 Stacks geholt. Er geht vielleicht noch ein bisschen. Ich farm aber auch alles weg an den Seiten. Also da kommt der TP schon. Jetzt wollen sie mich. Was mache ich jetzt? Oh. Ich komme! Ich guess. Yo! Yo! Nein! Er haut die Ultis raus hier, den. Okay. Kommt doch nicht. Alles gut. Alles gut. Er ist immer so die verzweifelt. Wir werden jetzt eventuell weißt du? Ohne Ultis hier pushen. Man könnte sich schon mal ins Gebüsch. Aha, wobei man muss doch die Base steffen. Sowas mag ich nicht mit ansehen, ey, wie du im Fight bist. Und ich sehe, nein, er ist gleich tot. Und ich brauche einfach noch, Damit habe ich gerechnet. Ich wollte ein bisschen einfach noch ein bisschen Farm haben. Okay. Oh, die diven ihn, er ist alone. Puh. Man muss aufpassen, dass er dich nicht reinbaitet. Du bist jetzt auch da kommt zwar der Darius. Wow! Nasus. Ey, da geht was, Mike, da geht was! Okay. Unterschätze niemals diese Power! Oh. Yes! Und wir. Warte, den kriegen wir auch noch! Oh ne, Mordekaiser ist da. Aber das ist ja unglaublich. Junge, als ob die gerade ein paar kleine Fehler machen. Ja, ich deffe die Base. Das ist in Ordnung. Ja, jetzt kriegt er. Vielleicht hat Davis der Lächeln fixt. Okay, weil egal, er macht egal. Jetzt auf jeden Fall anständige Sachen. Wir haben jetzt dreimal, glaube ich, die gekillt und die haben in der Zeit nur dich einmal bekommen. Mhm. Ja, sie holen sich aber die weiteren Türme, aber... Die what? Der Kennen-Minion, der interessiert sich nicht für mich. Der schrumpft den Tower, obwohl ich ihn attackiere. Wie weg? Wahrscheinlich interessiert ihn das, was mehr Damage macht gerade. Ey. Das kann wirklich sein. Ja, ist wirklich so. Sei was auch, okay, der ist Full Tank, der juckt mich gar. Ich bin sowas von gespannt auf den Damage-Grafen. Weil
Ich merke jetzt doch, okay, Yasuo hat keine Scalings, das fühlt man. Aber kann der überhaupt mit so einem Wamux konkurrieren? Oh ne, in 5 Sekunden ist der Elder Draco Hub. Wenn wir alle zusammen wären, ich würde es gerne wissen wollen. Die Frage ist, was machen wir? Wo gehen wir hin? Links oder rechts? Elder. Die gehen zum Burner. Haben sie schon. Fuck. Ja, dann lass uns kurz chillen. Ich will immer noch keinen Red Buff. Ach, okay, du hast den. Gehen die Top pushen? Die gehen vielleicht Top pushen. Da muss man bereit sein zu recoilen. Ich würde sowieso hier. Back. Ich würde sowieso nicht so weit rausgehen, weil damit baiten wir unsere Teammates, dass sie in Ordnung rausgehen können. Also ich wüsste, dass ich rauskomme, aber vielleicht hast du recht. Genau. So, alles klar. Unterm Tower. Rubikristall und jetzt nochmal ran. Ich würde echt... 4800 Leben. Oh, ist noch full. Oh shit, wir... Okay. Nein, was? Das zögert er nicht. Okay. Ja, wird direkt wieder auf... Versuchen wir mal ein bisschen zu isolieren hier, die Jungs. Ey, die sind doch fucking Tower! Das kann... Junge... Ey, das war nicht schlecht. Ja, ich bin ja noch mit vollem Leben hier am Fighten. Der Fight, der wird noch dauern, aber... ist wirklich so. Junge, mein Shit... Ah, fuck! Oh, wir sind machen? Gnar, wir sind richtig gut am Gnar dran hier. Alto Belly, wie sich die kleine Maus auf einmal heilen kann. Es ist keiner gestorben? Really? Jetzt guck mal, wie ich mich heile. Jo! Was? Und die... Die haben mich trotzdem gekillt. Die haben sich so viel... Oh, jetzt haben sie die Mordekaiser-Überzahl. Ey, das ist so bitter. Mordekaisers Ulti, wie viel Prozent macht die denn? 20 oder von maximalen Leben? Zweite Ulti, yo. Ja, au. Er kann weiter sliden. Mike is the last man standing. Und wieder zurück. Hopp. Geil. Komm. Mir fehlt der Damage. Ja, Nasus. Leider. Yo. Ja! Chase! Ja! Dann kommt die Mini-Wave da oben! Oh mein Gott! Da war noch ein Moment! Er macht so! Nein! Alles klar, so. Die hatten natürlich noch den Baron-Buff, muss man fairerweise dazu sagen. So. Die haben 2, 2, 3, 4. Wird wieder. Alter, ich bin perma-CC'd. What the? Ja. What the? Oh, überlebt. Guck mal, wie der Mundo für dich blocken will, voll süß. Ah, und ich hab ihn noch. Lol, the percentage damage. No. Ja, trotzdem hat das Spiel knapp 40 Minuten gedauert. Aber die Gegner hatten. Lol. Einmal hatten sie keine Lags und zweitens, glaube ich, sie hatten die besseren Champions. Ja. Bei Warwick bin ich mir nicht sicher, ist aber für den CC schön. Gnar, mega. Kled ja, mit Gnar Skal, mega gespielt. Viele Leben. Mundo, mega viele Leben. Und wen hatten sie noch? Mordekaiser, oh ja, Mordekaiser, der war spürbar. Der war richtig krass. Vor allem, was ich halt krass fand, war immer diese Passive, die er hatte. Mhm. Da sehen wir auch den Damage. Also die Mundos sind auf jeden Fall fett dabei. Und hier hat man gesehen, der Yasuo, der hat gar nicht viel Damage gemacht. Und auch von den Base-Stats her, glaube ich, habe ich nicht so viel ausgehalten. Wo ist denn Damage taken? Da? Ah, okay, doch. Ich habe schon viel Damage gefressen. Also, du hast am meisten. Wahrscheinlich auch noch durch das Shit. Klett natürlich hier. Upmounten, aufmounten. Interessante Werte, interessante Stats. Okay. Da freue ich mich schon auf das nächste Wamux auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh yeah. Ansonsten schaut in die Beschreibung und in den Kommentaren. Tobt euch einfach fleißig aus, wie ihr wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.